Es werden sich vermutlich noch einige an das letzte Jahr erinnern, nämlich jetzt zu diesem Zeitraum, 7. Februar 2021. Ach, Schnee ohne Ende bei uns im Nordwesten. 30 bis 40 Zentimeter sind da teilweise gefallen. Dazu gab es ja diese Sturmböen, die den Schnee auf einige Dachböden transportiert hat. Zum Leidwesen einiger Hausbesitzer, die es zu spät bemerkt haben, denn auf einmal war die Wohnzimmerdecke nass. Danach folgte eine Woche Dauerfrost und dann ging es aufwärts mit den Temperaturen auf bis zu 20 Grad. Und was uns dieses Jahr der Februar so zu bieten hat in Sachen Temperatursprünge, da ist so einiges dabei. Schauen wir uns das einfach mal an. Gehen wir aber zuerst einmal auf die Zahlen, die uns zeigen, was der Februar uns bis jetzt geboten hat. Und da gab es einschließlich gestern schon einiges an Regen, vor allem in der gesamten Nordhälfte, mal ganz vereinfacht gesagt, ist schon viel runtergekommen. Dementsprechend hier deutlich zu nass bis jetzt. Ansonsten ist es vor allem im Südosten stellenweise noch zu trocken. Das heißt, die Niederschlagsverteilung ist ganz klar in Sachen Regen, hat der Norden die Nase vorn. Und in Sachen Temperaturabweichung, es ist erwartungsgemäß mal wieder überall zu warm. Aber auch hier ist der Norden ganz klar im Rennen zum Süden hin und vor allem so in Teilen des Südwestens ist die Temperaturabweichungen genauso wie im äußersten Nordosten nicht ganz so hoch wie im Norden. Das heißt, im Norden ist es dementsprechend wärmer als im Süden bis jetzt gewesen, bis einschließlich gestern. Die Temperaturverteilung dann in den nächsten Tagen, wenn wir mal auf Hamburg gucken, sieht wie folgt aus. Es geht jetzt erst einmal aufwärts ab morgen und auch am Mittwoch danach zum Wochenende wieder leicht runter, vor allem in den Nächten kann es dann mal richtig kalt werden. In Köln sieht es ähnlich aus. Auch hier geht es jetzt zur Wochenmitte mal kurz rauf mit den Temperaturen, so auf um die 10 Grad, dann zum Wochenende wieder runter, aber vor allem in den Nächten am Wochenende minus 3, teils minus 4 Grad. Hier also auch wieder teils mäßiger Frost mit dabei. Ist also auch nicht ganz so schön für die, die es jetzt schon gerne wärmer haben. Gucken wir mal nach Braunlage, also in die höheren Stockwerke Richtung Harz. Da ist es allgemein natürlich kühler, aber vor allem Richtung Wochenende teils geht es da schon ganz nah an die minus 10 Grad heran. Vielleicht schaffen wir das sogar. Die Tageshöchstwerte sind dann meist nur so leicht im Plus. Und wenn wir ins Sauerland gucken, da bleibt es wohl am Wochenende, vor allem so Freitag, Samstag, dauerfrostig, teilweise minus 1 bis minus 6 Grad, vor allem in den Nächten. Wenn es da dann auch mal zu einem Schneeschauer kommt, über Schnee auch nochmal deutlich kühler. Danach geht es aber wieder rauf mit den Temperaturen. Und wenn wir uns mal das Temperaturniveau in 1500 Metern angucken für die nächsten 15 Tage, es ist nicht ähnlich wie im letzten Jahr, aber man sieht, es gibt auch hier ein Auf und Ab. Wir haben jetzt zur Wochenmitte erst einmal hier diesen, ich nenne es mal Wärmeberg. Danach geht es runter zum Wochenende bis auf fast minus 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Und dann pendeln wir so meist so um den Durchschnitt herum bis auf der Hauptlauf. Der sticht doch deutlich heraus, der macht ja erstmal den fetten Satz nach unten, geht dann zur Monatsmitte deutlich nach oben und dann kommt wieder so ein Absturz, der allerdings bis jetzt nur grob vom Hauptlauf berechnet ist. Das Mittel, man sieht es ja, ist ja dann doch eher so auf leicht überdurchschnittlichem Wege. Dementsprechend müssen wir das mal gucken, aber der Hauptlauf ist interessant und den gucken wir uns gleich auch mal an. Gucken wir noch eben auf die Niederschläge, da sehen wir, dass jetzt erst einmal bis Mittwoch so gut wie gar nichts mehr fällt. Dann kommt zum Wochenende und vor allem in der nächsten Woche wieder einiges an Niederschlag dazu. Zumindest mal nach den aktuellen Berechnungen ist das der Fall. Jetzt sortieren wir das. Gehen wir mal auf den jetzt kommenden Mittwoch ein, also übermorgen, haben wir folgende Wetterlage. Ein Hoch vor allem so über dem Südwesten Deutschlands. Wir hier im Norden und Nordwesten haben es dementsprechend mit einer westlichen Strömung zu tun. Hier kommt auch immer mal wieder feuchte Luft vom Atlantik reingezogen und man sieht es an den Linien. Der Wind bleibt uns erhalten. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, wie gerade schon im Süden, sind es bis zu 6. Sonst auch mal in einem Streifen über die Mitte und bis zum Norden minus 1 Grad dabei. Im äußersten Nordwesten sind es plus 1 Grad in 1500 Metern Höhe. Und da sieht man mal, wie unterschiedlich Temperaturverteilungen dann am Boden sein können, wenn der Wind unterschiedlich ist. Denn windschwach ist es im Süden. Hier haben wir in 1500 Metern Höhe ja diese 5 bis 6 Grad. Allerdings
sind es dann hier deutlich weniger Temperaturen eben am Boden. Da, wo der Wind stärker ist, geht es dann auch mal rauf bis an die 10 Grad, beispielsweise in Köln am Mittwoch, was wir ja gerade schon in den Trends gesehen haben. Vom Wetter her ist es da vor allem im Süden nach Nebel- und Hochnebelauflösung oft freundlich. In der Mitte sind ein paar Wolken mit dabei und im Norden, da bleibt es windig und vor allem ist auch hier immer mal wieder mit dem einen oder anderen Schauer zu rechnen. Gucken wir dann auf Freitag, Samstag, das Hoch rutscht wieder Richtung Deutschland. Wir kommen in so eine nordwestliche Strömung dazu, haben auf der anderen Seite das Tief, was wieder mal östlich an uns vorbeischlittert, aber die Temperaturen in 1500 Metern Höhe erreichen uns dann vor allem. In der Nacht auf Samstag geht es dann runter auf minus 10 bis teilweise minus 11 Grad im Norden und Nordosten. Im Südwesten haben wir dann nur minus 7. Und vor diesen kalten Temperaturen gibt es dann dementsprechend auch Schauerwetter entlang einer Kaltfront. Und das bedeutet Temperaturen dann am Freitag nur noch so bei 1 bis 5 Grad maximal. Dazu vor allem Wind. Ab der Mitte rauf in den Norden ist es immer mal wieder böig. Die Schneefallgrenze sinkt auf 200 bis 300 Metern. Und in einigen Schauern kann es sogar sein, dass sie mal kurzzeitig bis ins Flachland absinkt. Das bedeutet, wir müssen ab Freitag wieder mit ziemlich wechselhaftem Wetter rechnen in der gesamten nördlichen Hälfte. Mit Schneeregen, mit Graupelschauern und Regenschauern. Dazu eben recht windig und vor allem nasskalt von den Temperaturen im Süden ist es da bis auf einzelne wenige Schauer doch deutlich freundlicher. Die Nacht auf Samstag, auch das haben wir gerade in den Trends gesehen, ist dann schon recht frisch. Mit Einfließen dieser Höhenkaltluft liegen wir dann von den Temperaturen am Boden meist so zwischen 1 und minus 4 Grad in den Mittelgebirgen. Auch mal über Schnee etwas kühler. Das heißt, hier besteht dann natürlich wieder Glättegefahr durch Überfrieren. Ne? Wenn am Tag vorher eben diese Regen- und Graupelschauer runtergekommen sind, kann es dann halt auch eben in der Nacht auf Samstag glatt werden. Gehen wir dann auf den Wärmeberg, den vor allem der Hauptlauf ausgespuckt hat, dann zur Monatsmitte. Dann sagt das Hochdruckgebiet eben wieder mit einer meist westlichen, teils auch südwestlichen Strömung. Das ist noch nicht so ganz sicher. Und die Temperaturabweichungen, die sind schon enorm am Boden. Teilweise zwischen 8 und 12 Grad Temperaturabweichungen vom Klimamittel hätten wir demnach dann da in der nächsten Woche. Und das wären dann am Boden, man mag es kaum glauben, schon teilweise 12, 13 Grad. Wenn wir jetzt nochmal die obligatorischen 2 Grad draufrechnen, sind vielleicht sogar in einigen Regionen mal die 14, mal die 15 Grad drin. Warum haben wir das? Wenn wir nochmal zurückgehen auf diese Karte, man sieht es, wir sind immer noch zwischen diesen Zonen, zwischen der Tiefdruckzone, das heißt mit dem niedrigen Geopotential und dem hohen gefangen, das heißt, man sieht auch hier diese schwarze Linie, der Jetstream verläuft ziemlich nah bei uns. Das heißt, es bedeutet ziemlich viel Wind und dementsprechend kommen die Temperaturen eben durch diesen Wind zustande. Es ist also dann auch immer mal wieder nass, regnerisch und vor allem, wie gesagt, windig. Da sind auch wieder Sturmböen mit dabei. Mit schönem Wetter hat das alles eher weniger zu tun. So, das bedeutet zusammengefasst folgendes, das Auf und Ab der Temperaturen bleibt uns mal zumindest bis Monatsmitte erhalten, mal kühler, mal etwas milder, dazu mal Regen, mal Schnee, ab und an etwas Sonne und vor allem ist auch immer mal wieder der Wind dabei, es bleibt stürmisch, so richtig Winter und so richtig Frühling ist da auch nicht in Sicht, das heißt, es sieht zumindest jetzt danach aus, als wenn der Februar einfach so weitermacht wie bisher.